Hallo meine Freunde und wieder mal herzlich willkommen zum PHP-Tutorial. Wir haben letztes Mal besprochen, wie wir mit Echo etwas auf unseren Bildschirm bzw. in unseren Browser ausgeben. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir Bedingungen definieren können in unseren Programmen und nur dann etwas ausführen, wenn eine bestimmte Kondition true oder false ist. Erstmal eine kleine Anmerkung am Anfang. In letzter Zeit hat es nicht wirklich viele Videos gegeben, ich denke es ist jetzt 2 Wochen oder so. Und es wird auch in Zukunft, oder nicht in Zukunft, in kürzester Zukunft nicht so viele geben, weil mein geschätzter Kollege immer noch sein Mikrofon nicht bestellt hat. Deswegen stehe ich schon mal momentan alleine da. Und ja, beim Raspberry Pi Tutorial ist mir, um ehrlich zu sein, der Stoff ausgegangen. Obwohl man nicht sagen kann, der Stoff ausgegangen ist, sondern ich bin mehr oder weniger bei einem Problem festgesteckt. Ich habe nämlich für die ein 100 Abonnenten-Special praktisch mir überlegt, herzuzeigen, wie man eine Stepper-Motor-Ansteuerung mit dem Raspberry Pi bewerkstelligt. Aber das hat softwaretechnisch nicht so ganz funktioniert und es ist bei mir auch schon eine Weile her, dass ich das als letztes Mal gemacht habe. Und deswegen muss ich jetzt ein bisschen recherchieren und das wird noch ein bisschen in Anspruch nehmen, aber ich hoffe, ich kann dann noch ein paar Themen zusammentragen für die Raspberry Pi Serie und die dann entweder fortsetzen oder jetzt wirklich offiziell temporär beenden und einen Ersatz dafür finden. Wir werden noch sehen, wie sich das Ganze ergibt. Also jetzt zu den If-Else-Kontrollstrukturen. Wenn ihr schon irgendeine andere Programmiersprache programmiert habt, dann werdet ihr das wahrscheinlich schon wissen. Das ist ziemlich gleich wie in allen anderen Programmiersprachen auch. Es geht hier einfach um if und else, also praktisch if überprüft, ob ich zeige euch das am besten an ein paar Beispielen. Wir haben hier zum Beispiel eine Variable $Zahl. Wir setzen diese Variable mal auf 5. Jetzt wollen wir überprüfen, ob die Zahl über, also einen gewissen Wert übersteigt. Wir werden in 2-3 Folgen den Input uns anschauen, also wie das geht, dass ein User etwas eingibt und wir bearbeiten diesen Input mit PHP und da wird das ziemlich nützlich werden, beziehungsweise Kontrollstrukturen so wie if-else oder was in der nächsten Folge kommt, Schleifen, sind eigentlich fast überall oder fast in jedem Programm nützlich oder müssen verwendet werden. Ja, wir wollen jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen überprüfen, ob diese Zahl größer ist als 10. Das hat in diesem trivialen Fall natürlich nicht viel Sinn, weil wir ja wissen, dass die Zahl 5 ist. Aber wir nehmen jetzt hier mal zum Beispiel an, ein User bekommt ein Inputfeld und dieses Inputfeld bearbeiten wir hier. Also $Zahl ist dann der Inhalt dieses Inputfeldes, was der User eingegeben hat. Wir wollen jetzt überprüfen, ob die Zahl über 10 ist. Das heißt, wir machen if $Zahl größer 10. Hier sehen wir auch schon unseren ersten Operator. Der Syntax eines if-Statements praktisch ist eine Variable oder auch eine Zahl, oder es kann auch ein String oder ein Boolean, es kann grundsätzlich alles sein. Dann ein Operator und dann ein anderer eine andere Variable oder eine Zahl oder wieder ein String, Boolean, sonst irgendwas. Ja, diese Operatoren, da gibt es einige davon. Ich denke mal, dass die meisten das schon wissen werden. Aber es gibt, wenn ich die jetzt mal aufzählen kann aus dem Gedächtnis, gibt es ist gleich, also das Doppelte ist gleich, steht einfach für die Zeichenfolge ist das gleiche wie, also die linke Zeichenfolge ist das gleiche wie die rechte Zeichenfolge, oder die linke Zahl ist das gleiche wie die rechte Zahl, oder die linke Variable ist dieselbe wie die rechte Variable und so weiter. Dann gibt es kleiner als größer als, ich hoffe, die habe ich jetzt nicht vertauscht. Nein, das ist richtig. Also das erste wäre kleiner als, das zweite wäre größer als. Dann gibt es kleiner gleich und größer gleich. Also das werde ich dann später noch erklären, wo hier genau der Unterschied liegt, auch wenn es eigentlich fast logisch ist. Dann gibt es noch ungleich. Das wäre einfach ja ungleich. Und dann gibt es noch den dreifachen ist gleich Operator, der ist, ich denke mal, in PHP und JavaScript
Gibt es nur in PHP und JavaScript, aber ich werde dann später noch erklären, zu was dieser verwendet wird. Ja, also wir wollen jetzt überprüfen, ob die Zahl größer ist als 10. Und wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann schreiben wir einfach mal ja. Wenn wir jetzt auf unseren Browser rüberschauen und F5 drücken, dann sehen wir hier, dass nicht mehr ja dort steht, sondern weil wir Zahl als 5 definiert haben. Und Zahl ist, also $Zahl größer 10 stimmt dann logischerweise nicht. So, jetzt kann ich auch gleich den Unterschied zwischen zum Beispiel ist größer und größer gleich erklären. In diesem Beispiel relativ gut. Also wir schauen jetzt, ob Zahl größer ist als 5. Das wird hier nicht erfolgreich sein, weil weil die Zahl, die wir hinschreiben, beim Größer gleich, also beim Größer praktisch ausgeschlossen wird. Wir wollen das, also es werden wirklich nur Zahlen geben praktisch true zurück, die größer als 5 sind. Wenn wir das jetzt so wollen, dass dass auch 5 respektiert wird praktisch, dann müssten wir ein Größer gleich verwenden und dann sehen wir hier, dass ja ausgegeben wird, weil diese Bedingung jetzt stimmt. Ja, wenn wir das Ganze mit Strings machen würden, dann würde größer und kleiner gleich logischerweise nicht funktionieren. Dann würde, also größer und kleiner und größer gleich kleiner gleich. Das bedeutet, es würde nur ist gleich, also ist gleich oder Rufzeichen ist gleich geben. Ja, das funktioniert hier praktisch mit allen Operatoren gleich. Wenn wir ist gleich 5, dann gibt es auch wieder ja. Wenn wir Rufzeichen ist gleich 5, gibt es nicht ja. Ich lasse es mal hier auf ist gleich 5. Nur, was machen wir jetzt, wenn wir zum Beispiel, wenn die Zahl 5 ist, dann geben wir ja aus und andernfalls geben wir nein aus. Wenn wir das hier machen, dann wird immer nein ausgegeben und nur ja, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Zahl auf 6 setzen, dass diese Bedingung nicht mehr erfüllt ist, dann wird nur mehr nein ausgegeben. Das ist aber nicht das, was wir möchten. Wir möchten, dass nur Nein angezeigt wird, wenn diese Bedingung nicht stimmt. Was wir jetzt machen könnten, ist natürlich, dass wir dieselbe Bedingung nochmal in den If schreiben, also $Zahl, aber Rufzeichen ist gleich 5. Das bedeutet praktisch die entgegengesetzte Bedingung. Also wenn wir hier kleiner hätten, würden wir hier größer schreiben. Das würde zwar funktionieren, das ist aber ziemlich umständlich und kann dann zu Programmierfehlern führen. Da gibt es grundsätzlich, ich denke mal, jeder Programmiersprache was Einfacheres und das heißt, nicht das bedeutet, else. Das else-Schlüsselwort muss immer hinter einem if direkt platziert werden. Also wenn wir jetzt das hier machen, dann wird das nicht funktionieren, weil hier zwischen dem if und dem else was dazwischen steht. Also if muss immer an else praktisch gekettet sein und das sagt einfach, wie das Wort eigentlich schon fast sagt. Gut, wenn diese Bedingung nicht stimmt, dann mach stattdessen das hier. Und jetzt sehen wir, dass wir unseren gewünschten Output haben. Hier nein. Und wenn wir die Zahl auf 5 setzen, da kommt hier ja. Also es wird wirklich unterschieden zwischen wie sagt man, zwischen den Codepfaden, würde ich sagen. Ja, man kann dann Bedingungen auch noch gruppieren. Also ich nehme hier mal zum Beispiel $Zahl 2 und diese Zahl 2 ist gleich 7. Und jetzt wollen wir überprüfen, ob Zahl 5, also wir wollen nur ja ausgeben, wenn die Zahl 1 5 ist und die Zahl 2 7. Das heißt, wir machen hier wieder $Zahl ist gleich 5. Dann machen wir 2 und in diese Bedingung hinein und $Zahl 2 ist gleich 7. Das bedeutet jetzt, diese zwei und stehen für eine byteweise Unverknüpfung. Zwei vertikale Striche wären eine byteweise Oder-Verknüpfung. Die macht man, indem man Alt-Gr und dann die, also Alt-Gr praktisch, und dann die Größer-Kleiner-Taste drückt, falls ihr das nicht wusstet. Dann hat man eben ein byteweises Oder. Ich werde jetzt nicht auf die Bedeutung zwischen, also man könnte auch nur einen Strich machen, dann würde es was anderes bedeuten, aber auf das werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Also man macht eigentlich im Programmieren meistens zwei und oder. Ja, und wenn wir jetzt das ausführen, werden wir sehen, dass immer noch ja dort steht, aber wenn wir jetzt zum Beispiel die Zahl 2 auf 8 ändern statt auf 7, dann sehen wir hier,
dass eine dieser beiden Bedingungen nicht erfüllt ist, also diese Bedingung ist immer noch erfüllt. Wir sehen hier, dass Zahl immer noch 5 ist, aber diese Bedingung ist nicht mehr erfüllt, weil Zahl 2 nicht 7 ist, sondern 8. Das bedeutet, es müssen wirklich beide dieser Bedingungen erfüllt sein, dann wird das Ja ausgegeben. Ja, ich lösche das mal wieder weg hier, zu dem Dreifachen ist gleich Operator, was ich vorher erwähnt habe. Ich mache mal eine zweite Variable, die heißt Zahl Text, und da schreibe ich rein unter Anführungszeichen 5, also praktisch einen String mit dem Wert 5. Ich habe im ersten oder zweiten Teil, ich bin mir jetzt nicht sicher, schon erklärt, dass PHP eine schwach typisierte Sprache ist. Das bedeutet, wir müssen keinen Typ angeben bei Variablen, Namen, also bei der Initialisierung. Das birgt aber das Problem, dass der Compiler logischerweise nicht weiß oder nicht wissen kann eigentlich, dass welcher Datentyp jetzt diese Variable ist. Das bedeutet, wenn wir hier jetzt if $Zahl ist gleich $Zahl Text machen und wieder Ja ausgeben, dann würde man erwarten, dass dies fehlschlägt, also in einer normalen unter Anführungszeichen Programmiersprache mit normaler Typisierung. Aber das ist im PHP nicht so. Also wenn wir das jetzt hier ausführen, sehen wir, dass Ja zurückkommt. Ja, dieses Phänomen, dass hier dann hoppla, stattdessen Ja kommt, ist eben dadurch bedingt, dass man in PHP keine Zahlen mit Strings jetzt vergleichen kann, weil ja der PHP-Compiler nicht weiß, dass das ist ein Integer und das ist ein String, deswegen können die beiden nicht verglichen werden und es kommt einfach immer True raus. Deswegen gibt es hier diesen dreifachen ist gleich Operator, der achtet tatsächlich auf die Typen. Das bedeutet, selbst wenn hier dasselbe drinnen steht, das ist dann praktisch das Verhalten, was wir erwarten. Dann, also wenn ich jetzt hier schnell Echo Nein mache, dann ist hier das Verhalten, was wir erwarten, nämlich dass das Ganze Nein ist. Also das ist auch ziemlich wichtig nachher, da bin ich auch schon oft gescheitert, wenn man zum Beispiel so einen Input einliest und den dann vergleicht, zum Beispiel mit einer Zahl, dann ist dieser Input meistens ein String. Deswegen muss man diesen dreifachen Operator anwenden, diesen dreifachen ist gleich Operator, damit man wirklich den Typ unterscheiden kann. Ja, dann gibt es noch eine Sache, die ich euch gerne zeigen würde, nämlich das Switch-Statement. Es geht einfach so, dass man hier Switch und dann eine Variable einfügt und das Switch macht eigentlich nichts anderes als lauter Ifs repräsentieren. Ah ja, da wollte ich noch was herzeigen vorher, hoppla. Nämlich, nehmen wir an, wir wollen, wenn Dollarzahl 0 ist, was ausgeben. Wenn Dollarzahl 1 ist, wollen wir was anderes ausgeben. Wenn Dollarzahl 2 ist, wollen wir was anderes ausgeben. Bei 3, 4, 5 wollen wir wieder was anderes ausgeben und so weiter. Das bedeutet, wir würden hier, wie wir es gelernt haben, würden wir hier einfach machen, if Dollarzahl ist gleich 0 und dann Echo Zahl 0 zum Beispiel. Dann machen wir hier, also das gibt es auch noch, das wollte ich noch hier zeigen, ein else if. Das ist praktisch, also Dollarzahl ist gleich 1. Das ist praktisch, wie man schon erwarten würde, ein else mit einem if dran. Also ist nicht wirklich spektakulär. Das bedeutet, wenn dieser Ausdruck hier falsch ist, dann springt es einfach weiter und überprüft, ob der nächste Ausdruck falsch ist. Wenn nicht, also wenn der Ausdruck falsch ist hier, dann springt es weiter. Und so weiter. Also man kann hier eigentlich fast unendlich viele else-ifs hintereinander rein. Ich mache das hier mal bis 3. Und hier jeweils diese Echos rein. Und 1, 2, 3. Ja, und hier unten können wir noch ein abschließendes else machen, das heißt, wenn keine dieser Bedingungen hier oben richtig war, dann geben wir aus Echo Zahl ungültig. Hier sehen wir dann gleich, dass Zahl ungültig ist, super Umlaut hier, weil Zahl 5 ist und das ist hier nicht in dieser Abfrageliste praktisch drin. Das heißt, wir setzen mal Zahl auf 0 und sehen, dass hier Zahl 0 rauskommt, Zahl auf 1, kommt Zahl 1 raus, wenn wir Zahl auf 3 setzen, kommt Zahl 3 raus.
Ja, bei Zahl ist gleich 4, würden wir wieder auf Zahl ungültig kommen. Ja, das ist aber ein ziemlich großer Codeblock ist hier. Man könnte sich hier vorstellen, dass es da was Vereinfachteres gibt. Und das ist eben jetzt hier dieses Switch-Statement. Ich mache das jetzt hier einfach mal drunter. Das macht man einfach Switch, Klammer auf, eine Variable, zum Beispiel $Sali in unserem Fall. Dann wieder diese Blockklammern, diese geschwungenen. Und dann funktioniert das praktisch hier wie das hier. Nur kann man das Ganze mit Case definieren. Also so, Case 0 zum Beispiel sagen wir, dann einen Doppelpunkt und dann machen wir am Ende dieses Case ein Break. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Syntax für Programmiersprachen generell, aber es funktioniert hier so. Hier schreiben wir wieder rein, ich verzahle 0 und was das bewirkt ist, dass es praktisch in diesen Switch hineingeht, schaut, ist das Ganze 0? Wenn ja, gib Zahl 0 aus und dann breche ab. Also Break sagt einfach, breche die aktuelle Schleife ab. Das heißt, es springt dann hier drunter. Und wenn nicht, dann geht zur nächsten Anweisung. Also wir könnten jetzt hier wieder drunter machen, Case 1, Echo, Zahl 1. So, Break, Case 2, Echo, Zahl 2. Break. Hoppala, Break, Case 3, Echo, Zahl 3. Hier haben wir jetzt auch wieder unser abschließendes else mit dem Zahl ungültig. Das können wir hier hinten auch machen, indem wir Default schreiben. Und Echo, Zahl ungültig. Ja, das hier oben können wir praktisch verwerfen. Ja, aber das sieht doch schon viel kompakter und besser aus. Es hat wieder dasselbe Verhalten wie vorher. Es zeigt wieder bei Out of Range praktisch Zahl ungültig an. Ja, das ist eine ziemlich nützliche Kontrollstruktur, vor allem wenn man dann kompliziertere Vergleiche hat oder komplizierte Variablen so in Arrays und so verschachtelt. Da muss man das nicht immer in ein extra if hinschreiben, sondern kann das hier einfach oben einmal hinschreiben, den Variablen-Namen und dann einfach die verschiedenen Cases untereinander. Ja, wenn ich mich nicht irre, war es das, denke ich mal, zu den If-Else-Switch-Dingern, also Kontrollstrukturen. Beim nächsten Mal lernen wir etwas über Schleifen und wie man diese verwendet. Und ja, dann geht es auch schon ans Eingemachte mit dem User-Input. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß mit eurem PHP und euren Kontrollstrukturen und auf Wiedersehen.